Und hallihallo und wieder herzlich willkommen zurück zu FDB Infinity. Diesmal mit Folge 115 und 16. Entschuldige, 116. Ich habe noch 16 gedacht und dann 15 gesagt. Verdammt. Na gut, egal. Auf jeden Fall, wir waren immer noch dabei, uns das Vibrant Alloy zu machen. Zusammen mit ein paar anderen Schaltkreisen. Und jetzt wollte ich erstmal diese Octa-Dinger machen. Die kann ich auch hier machen. Oh. Ups. Mir fehlen ein paar. Ja. Okay, muss mehr Kohle durchjagen. Kohle. Pulverizer haben wir. Unter anderem wollte ich auch die Recourse Pipe irgendwie dran basteln, damit ich Dings bumsen kann, ordern kann, damit ich wie sagt man dazu? Ach, ich kann aber gerade schon sehen. So, das hier ist richtig. Ich suche nach Compressed. Habe ich 4. Ja, okay, das ist jetzt natürlich doof. Ich muss mal die 4 rausnehmen. Die Compressed Couplet Stone. So. Okay, dann haben wir sie. Dann nochmal kommen. Jeweils 59.000, das heißt, davon kann ich. Ich mach mal 10. So. Das wird jetzt erstmal eine Weile dauern. Eine ganz kleine Weile. Ich meine, ich glaube, mit der CPU könnte ich es schneller machen, aber. Wirklich. Hoch. Achso, stimmt ja, das ist ja die große Batterie jetzt. Also, wie gesagt, ich könnte es auch damit machen, aber das ist weniger schön. Und das ist nun mal wirklich schön. Ich weiß gerade nicht, wo ist eigentlich der. Hier ist der Quad, okay. Wie das aussieht, so super geil. Eine richtig schön laufende Maschine. Ja, finde ich toll. Ja, das Ungebild, das hier Ungedöns, keine Ahnung, wie ich das nennen soll, ist auch wunderbar. Was ja aus so der Welt geworden ist, das ist echt interessant. Ja, und hier müsste ich eigentlich noch einen da unten bauen. Im Normalfall zumindest, damit ich noch einen, noch eine Runde Dingens geben kann. Ja, Dingens. Wie hieß das? Ach, ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir unsere Dense Cable Dingsbums Teile hier. Seit neuestem weiß ich, wie ich die Peer-to-Peer-Tunnel benutzen kann. Deswegen werde ich mich da auch bald mal reinlesen müssen. Mann, ey, das schrumpft aber echt zusammen. Wie viel Energie braucht ihr eigentlich? Ich weiß es wirklich nicht, egal. Nee, ich muss auch mal nach oben gucken gehen, wegen dem, mein Factory, Lag, Dingens, nee, es steht noch gut. Sehr, sehr gut. Plop. Da ist eine Wolke. Naja, also, gehst du wohl in die Türe? So. Was wollte ich nun eigentlich machen? Abgesehen von das Ding da hinten hinbauen und den Kobbel so ein bisschen zusammenquetschen. Ich wollte unter anderem noch. Ja, was wollte ich machen? Die Dinger, genau. Die Dinger hier, um genau zu sein. Coal, 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 Pulverized Coal. Das war weniger als erwartet. Okay, wie heißen die Dinger? Kapazitor. Ja, die Dinger hier. Was brauchte ich nochmal? Ein paar Goldnuggets. Okay.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sollte reichen. Nein, 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 das Ding. Was ist das hier eigentlich? Copper, okay, reicht, gut, nehme ich. 1, 2 Stacks. Dann müssen wir noch mit noch mehr Kohle durchjagen. Na, man kann ja nie genug davon haben. Wir wollen unsere Batterie ja auch nicht klein lassen. Kapazitor. So. 32, prima, genau ein Ding. Das heißt nochmal Redstone, nochmal Eisen und noch einmal Gold. Da. Oh, jetzt habe ich auch eine ganze Menge Helorium, ey. Leck mich die Bretter. Cool. Naja, was heißt eine Menge Helorium? Ist auch schnell weg. Muss nur aufpassen. Wieso Eisen, das und das? Ich brauchte Glowstone dazu. Das kann jetzt erstmal funktionieren. Das Eisen kann eigentlich weg. Mann, ey, das sind so viele Stacks. Ich habe nochmal Helorium. Ich meine, gut finde ich mal, dass direkt Eisen 2 macht. Macht er doch, oder? Ich sehe da nur eins. Na, ich denke einfach schon. Ja, denke einfach mal schon. Ansonsten hätte ich jetzt sehr, sehr viel Helorium ausgeschmissen. Der Essenz, das brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Was brauche ich noch? Boah, 400 Diamanten. Ach du Schande. Also auch ein Stück weit viel, oder? Die Turbine unten eigentlich gestoppt. Was genau ist hier los? Wieso kommt hier nicht genug Dampf an? Oh, der leckt gerade ein wenig. Oder habe ich unten nicht richtig gemacht? Ich bin mir nicht sicher. Irgendwas ist nicht richtig, ich weiß noch nicht was. Insert. Der hier ist dann Fluid Mount. Receive only. Geht da auch Dampf rein? Ich meine, der hier braucht seine 584, aber unten der kriegt gar nichts. Hä? Was hab ich denn kaputt gemacht? Energy Mode ist okay. Ne, der Receive Only. Das heißt, oben den muss ich auf Send Only stellen. Genau, Send Only musste der hier oben. So, Send Only. Und dann dürfte jetzt eigentlich der Steam Level abnehmen. Tut er aber nicht. Und nicht, dass nur das nicht mal ein bisschen. Der ist alles auf Steam, aber es tut's trotzdem nicht. Oh, oh. Autsch. Es tut weh. Es tut sehr, sehr, sehr weh. Naja, na, lassen wir das mal dahingestellt. Der muss jetzt mal wieder hochfahren. Scheiße. Ein Fehler und du bemerkst einfach nicht, dass dir gerade Energie flöten geht. Naja, zumindest habe ich noch hier noch, ne? Also, Energie. 32 mal Double Layer. Die brauchte ich aber nicht. Die Double Layer machte ich nochmal. Wie genau? Zu den Okta-Dingern.
Glowstone, Dingsbums und Vibrant Alloy, jeweils 2-2. Ich brauche mehr von dem Vibrant Alloy. So. Rein damit. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt mal glücklich. Und mein Level auch. Zumindest ein bisschen. Eigentlich dürfte jetzt auch oben alles ein bisschen leerer werden. Noch 607.000. Ja, das sieht ganz gut aus. Na komm, gib mir mehr. Eigentlich könnte ich die Batterie auch oben hinstellen. Da könnte ich einen Tesseract auf Sand Receive machen und dann wäre der glücklich. Also oben hin meine ich an den Planeten. Oder? Das wäre cool. Ich glaube, ich muss mir noch ein paar Tesserakte machen. Ach, prima, das war schon alles, was ich an Enderium habe. Cool. So, also Enderium Base. Enderium Base. Oh. Habe ich gar nicht mehr. Na gut, also Shiny, Silver und Tin. Shiny. Silver. Und Tin. Und eine Menge Enderperlen. Shiny, Tin, Silver. So. Dann die hier auch nehmen. Das Zeug hier machen. Okay. Das wären ein paar. Dann brauche ich Glowstone. Gut, dass es 35 sind. Ich habe es natürlich vollkommen falsch gemacht. So muss es gemacht werden. Dann haben wir noch ein paar Okta-Dingsbums-Teile. Oh, Kapazitor. So. Naja, vier. Immerhin. Besser als nichts, ne? Ich glaube, ich lasse die jetzt erstmal laden, nehme dann den Tesseract und mach den dann oben fest. In der Zwischenzeit. Wo habe ich das Ding eigentlich hingebaut? Hier irgendwo. Ah! Well. Mach's Hover aus, dann bist du eh da. Ah, Mann, ich gleite am Planeten vorbei. So, da sind wir. Boah, unten. Naja, 1, 2, 3, 4. Schon mal hingebaut. Dann vielleicht noch ein paar Seiten. Ne, wie sieht's aus? Haben wir noch ein paar Kapazitoren? Ne, haben wir nicht. Schade. Ah, so, gut. Okay, hier kann ich zumindest durchgehen. Ich könnte natürlich auch jetzt die Batterien beide nehmen. Also sowohl die dicken als auch die kleinen als auch die mittleren. Die könnte ich ja eigentlich alle nehmen. Die kann ich ja mit Kabeln verbinden. Mache ich glaube ich auch. Gib mir mal die her. Weil die sind ein Stück weit einfacher zu machen. Ich muss sowieso mal gucken, wie die Kosten ist. Ich habe zwar das Fünffache bei den Kapazitoren drin. Kapazitor. Also bei den Fünffache von denen hier, 25, aber die haben 5. Die brauchen 4 davon. Und nur 4 Electrical Steel. Ja, Anführungszeichen nur. Oh, das hier ist natürlich auch ziemlich verlockend, dass ich die einfach mal upgrade.
Also nur 2 Millionen, die ich zu 5 Millionen mache. Ja, ich glaube, das mache ich. Kapazitor. Das meinte ich nicht. Die meinte ich auch nicht. Die meinte ich. Ich habe kein. Mann, Redstone, Eisen. Und was war es noch? Redstone, Eisen. Ne, Redstone, Eisen war das nicht. Das war noch eine Zutat. Ich weiß noch nicht mehr welche. Mir fällt es nicht ein. Egal, Energetic Alloy. Na, das war kein Eis, das war später Redstone Gold Dingsbums. So, Gold und Dingsbums. Mein Glowstock geht so leicht zur Neige. Interessant. So. Das da rein. Dann haben wir hier die 64 Ethereum Base. Die wiederum werden mit Pyrotheum und Enderperlen gefüttert. Ups, das nicht. Die hier. So, das. Es läuft. Ich brauche davon wie viele? Ach, keine Ahnung, ein paar. Kapazitor. Die Dinger. Hey, hallo. Oh, da hat irgendwas gerade aber auch richtig gehangen. So, das wäre einer. Dann kommt hier nochmal zwei hin. Ah, ja, schön. So, Nummer 2. Wo ist Nummer 3? Habe ich was verpasst? Das waren 6, ne? Und ich habe bis jetzt bloß 2 gebraucht. Ja, 4 gebraucht, meinte ich. Okay, cool, die können verschwinden. Das finde ich sehr beunruhigend. Die müssen ja irgendwo sein. Oh. Okay. Hab's nicht gesehen. So, dann hätten wir die drei. Diesen am Backen. Enderium nochmal 8. Damit kann ich nochmal 2 Tesserakte machen. Tesserakte. So. Nein. Tschüss. 1, 2. So. Dann muss ich den ganzen Mist auch füllen. Das geht aber gerade recht schlecht. Flui. Ja, toll. Zumindest geht das noch. Cool. Eine machte wie viele? 2,50? Bin mir nicht sicher. Oh, der ist noch voll mit Lava. Okay, das mache ich mal aus. Ja, nee, da muss ich was in weg tun. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Hey, ich hoffe gerade auch nicht mehr, das auch nicht. Die Gravity Wall brauche ich gerade auch mal nicht. So.
noch einer. Oh, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich hoffe, das funktioniert. Nö. Das heißt, ich muss das theoretisch in den Tank tun. Tank. Ist der leer? Danke sehr. So. Jetzt die alle rein. Und dann nochmal 8 rein. Die restlichen 8 hier rein. Ah, ja, Enderium. Schönes Material. Naja, so, ich würde mal sagen, ich lasse den ganzen Mist hier dann mal backen. Die Tesserakte und die ganzen Batterien werden wir dann nächste Folge mal auf den Zwergplaneten setzen und uns einer neuen Batterie erfreuen, die nicht im Haus ist. Einfach nur, weil es cool aussieht. Naja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen netten Kommi da. Und ja, falls ihr Vorschläge und Anregungen habt, mit was ich mich beschäftigen sollte, dann, wie gesagt, lasst es mich wissen. Ich bin für alles offen. Und bis dato wünsche ich euch ein schönes Spiel und bis bald. Bye bye.